Hallo und herzlich willkommen zum Let's Tutorial Civilization 4, der Serie, wo ich euch versuche, über die Grundlagen und auch später über die erweiterten Basics von Civilization 4 aufzuklären, euch vielleicht Neues beizubringen oder vielleicht auch bereits Vergessenes nochmal ins Erinnerung zu rufen. In der letzten Folge gingen wir etwas esoterisch an das Thema Civ und die Siegarten heran. Dieses Mal wollen wir uns das Ganze handfester zu packen nehmen. Und zwar ist dieses Mal das Thema Civilizations, also die Zivilisationen, die man führen kann, deren Leader, deren Traits und auch ihre besonderen Einheiten und besonderen Gebäude. Anfangen möchte ich das Ganze mal, indem ich auf die Quellen zu sprechen komme, die ich dafür nutzen werde. Insgesamt werde ich da auf drei Quellen zu sprechen kommen. Die erste Quelle, die kann man hier direkt schon sehen. Diese befindet sich nämlich in den... in den Main Menu, nämlich in der Zivilopädie. Hier kann man viele Informationen rausnehmen, weil es ja quasi das Ingame-Lexikon ist, sei es jetzt hier zu Technologien, zu Beförderung, Weltwundern, zu all diesen wunderschönen Punkten, zu denen ich später noch eine eigenständige Folge machen werde. Weiterhin werde ich noch die Berater-Screens nutzen, die in Civilization 4 auch vorhanden sind. Diese kann man in dem Spiel selbst aufrufen und dort kann man sich dann zum Beispiel auch Informationen rausholen, wie welcher Leader hat welche bevorzugte Staatsform. Das kann man auch aus der Zivilopädie nehmen, das geht über beide Wege. Zum Beispiel kann man jetzt hier oben sehen, bevorzugte Staatsform und Religion. Das gleiche kann man auch aus den Berater-Screens in-game herauslesen. Als dritte und letzte Quelle habe ich noch den Civilization 4 Reference Guide herangezogen. Das ist sowas wie die Zivilopädie, nur als kleines PDF-Handbuch. Kann ich mir jedem empfehlen, ich werde es auch in die Beschreibung des Videos packen. Kommen wir doch einfach gleich mal zu den Fähigkeiten der von mir benannten speziellen Leader. Denn jeder Leader hat unterschiedliche Fähigkeiten oder Traits. Und diese habe ich jetzt einmal aus dem Civilization 4 Reference Guide, den ich auch schon vorher als Quelle genannt habe, rausgezogen und etwas aufbereitet. Das heißt, jetzt kommen wir einmal zu diesen Fähigkeiten, wo ich einmal kurz erläutere, was diese Fähigkeiten unterstützen. Aggressiv ist natürlich für kriegerische Einheiten oder um für ein aggressives Vorgehen von Vorteil. Gibt die freie Kampf 1 Beförderung für Nahkampf- und Schießpulvereinheiten und beschleunigt auch Gebäude. So kann man sich das auch mal vorstellen. Normalerweise ist der Vorteil einerseits immer ein direkter Vorteil, wie zum Beispiel freie Beförderung oder Zufriedenheit. Und ein sekundärer Vorteil ist das doppelte Produktionsgeschwindigkeit für gewisse Gebäude. Für die Punkte Beförderung, Städte an sich oder auch Gebäude habe ich noch eigene Folgen in diesem letzten Tutorial, darauf gehe ich später ein. Ich gehe jetzt einfach mal kurz durch. Wie schon gesagt, aggressiv ist eher für den kriegerischen Weg geeignet. Charismatisch ist ganz gut, wenn man etwas armere Region hat, in der man gründet. Und vor allen Dingen auch sehr vorteilhaft, wie man sehen kann, minus 25% Erfahrungspunkte werden benötigt für Beförderung. Also auch wieder etwas kriegerisches Element. Sehr schön eigentlich. Und vor allen Dingen auch für frühe Kriege sehr gut geeignet. Expansiv hingegen gibt Gesundheit, das ist sehr schön, vor allem auch im Mid- und Endgame, wenn man die ersten Fabriken stehen hat, aber da fallen dann meistens diese zwei Gesundheit gar nicht mehr so sehr ins Gewicht. Und was das Wichtigste ist, man bekommt viele Gebäude günstiger, wie zum Beispiel Kornspeicher, Hafen. Und es gibt natürlich auch noch finanziell, das da gerade eben unten rausgefallen. Das hat einen ganz simplen Bonus, es gibt einem nämlich auf jedes Feld, was zwei Kommerz macht, noch einen dritten Kommerzpunkt dazu. Es gilt als stärkster, aber eigentlich auch als simpelster Vorteil überhaupt. Gut, kommen wir jetzt nochmal zu den nächsten Boni, die hier aufgeführt sind. Imperialistisch ist sehr straightforward, wenn man es mal so gucken will.
Man hat 100% Produktion von großen Generälen. Das heißt, wenn man zum Beispiel mit einem Kampf gegen Gegner nur ein XP machen würde, wird man dadurch dann aber zum Beispiel 2 Punkte gut geschrieben kriegen für die Wertung große Generäle. Wofür große Generäle da sind, komme ich dann noch in der Episode Kriegsführung und auch in der Episode Spezialisten und große Persönlichkeiten. Worauf man noch hinweisen sollte, auch bei dem Punkt Expansiv ist hier auch nochmal in Klammern hinzugefügt, die schnellere Produktion von Bautrupps bei Expansiv und Siedlern bei Imperialistisch gilt nur die Hämmer. Das heißt, die Nahrung wird dadurch nicht bonifiziert, die man da reinsteckt. Was das bedeutet, komme ich dann nochmal dazu, wenn ich die Stadtplanung und die Stadtgründung erläutere. Industriell auch sehr straightforward, plus Wunderproduktion, plus Baugeschwindigkeit für Schmieden. Also auch wieder sehr gut, wenn man Wunder-Abuse machen kann. Auch dafür gibt es eine eigene Folge, wen wundert's. Die Fähigkeit Kreativ ist sehr nett, man muss sich keine Sorgen um die Kulturerweiterung machen, da man plus 2 Kulturen in allen Städten automatisch bekommt. Und man bekommt auch günstigere Gebäude, Bibliotheken, Kolosseen und Theater. Je höher der Schwierigkeitsgrad, desto besser kommt eigentlich auch der Trade organisiert durch. Diese 50% Staatsformunterhalt werden dann richtig gut, weil die Staatsformkosten richtig teuer werden auf Unsterblicher und Gottheit. Und natürlich auch die vielen vergünstigten Gebäude sind auch sehr nett. Leuchtturm, Fabrik und Gerichtsgebäude. So, kommen wir jetzt mal zu den letzten 3 Punkten. Nämlich einmal philosophisch. Philosophisch ist einer meiner persönlichen Lieblingstrades, den man aber auch wirklich sehr direkt einsetzen muss, weil plus 100% Geburtenrate großen Persönlichkeiten sind jetzt nichts mit viel linker und rechter Grenze. Da muss man wirklich sehr direkt drauf gehen und auch viele große also Spezialisten einstellen, um große Persönlichkeiten zu züchten. Was der Sinn dahinter ist, dazu komme ich später nochmal und detailliert natürlich auch in der Folge zur Specialist Economy. Schützend hingegen wird weitgehend als der schwächste Trade empfunden. Einzig auf sehr engen Karten ist es sehr von Vorteil und wenn man zum Beispiel den Indianer spielt, der einen Bogenschützen speziell hat. Denn, wie man sehen kann, hier bekommt man eine freie Beförderung, Garnison und Drill für Schießpulver und Bogenschützeneinheiten und Schloss- und Stadtmauern vergünstigt. Einer der besten Trades, wie ich persönlich finde, und der am meisten untergeht, ist spirituell. Aber natürlich haben nicht nur die Leader spezielle Fähigkeiten, sondern auch die Völker, die man auswählen kann. Das heißt Deutschland, England, China, alle haben ganz besondere Fähigkeiten. Wobei man das dann nicht Fähigkeiten nennt, sondern Unique Unit, das ist rechts gesehen, also die besonderen Einheiten. Und links die Unique Buildings, also die besonderen Gebäude. Da kann man zum Beispiel sehen, ganz oben links, dass die Stadtmauer beim Kelten zum Dun wird. Die haben dann ganz besondere Fähigkeiten oder geben bestimmte Effekte und machen dann den Unterschied zwischen den Völkern aus. Die sind relativ marginal, weil sie nur eine Einheit und ein Gebäude betreffen und deswegen sind sie aber auch umso wichtiger und genauer herausgestellt. Wie gesagt, ich kann nur einen Reference Guide empfehlen, um euch da mal die genauen Unterschiede anzugucken. Dann wollen wir doch gleich auch mal ins Eingemachte gehen. Fangen wir doch einfach mal an mit dem Thema der Zivilisation. Es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Zivilisationen und insgesamt 52 Anführer. Das kann ich euch am besten einmal zeigen, wenn ich über das Jetzt-Spiel-Menü rangehe. Nehmen wir einfach mal eine simple Karte, Fraktal. Klicken uns hier durch und dann kommen wir auch später in dieses Menü Zivilisation auswählen. Wie man hier schon sehen kann, kann man entweder natürlich zufällig wählen, dann wird das total random gemacht, welche Zivilisation man bekommt. Man kann das Ganze natürlich aber auch gezielt steuern. Dabei gibt es dann Zivilisationen wie zum Beispiel das Amerikanische Reich mit Lincoln, Roosevelt und Washington, also ein Reich oder eine Zivilisation mit 3 Anführern, die jeweils unterschiedliche Fähigkeiten haben. Das heißt, wie man schon sehen kann, hier unten die Spezialeinheiten und das Spezialgebäude bleiben überall gleich. Nur die Fähigkeiten des Anführers ändern sich. Das heißt, das Reich an sich steht immer fest von seinen Fähigkeiten her. Aber man kann unterschiedliche Anführer wählen. Was natürlich auch auf den Spielstil ankommt, was auf die Taktik ankommt oder auch Einfluss darauf hat. Das heißt, eigentlich hat die Auswahl, welchen Anführer nehme ich,
einen fast einzigartigen Einfluss auf das ganze Spiel und das eigene Verhalten. So, und dann befinden wir uns auch schon in-game. Ich habe diesmal einen Spielstand ausgewählt, um euch etwas zu zeigen. Die Zivilisationen, die man auswählt, sind auch lokalisiert, wenn man so will. Was ich damit meine, ganz simpel, wenn man die anwählt, die Einheiten, kommen schöne Sprüche, wie gerade hier, awaiting your orders, all present accounted for und ähnliches. Um euch das gleich noch mal, um euch nochmal den Unterschied zu zeigen, werde ich euch gleich nochmal das deutsche Volk zeigen und das holländische Volk. Einfach nur mal kurz eingespielt, damit ihr seht, wie die lokalisiert wurden und dass sie überhaupt lokalisiert wurden. Das hat auf das Spiel an sich keinen Einfluss, aber ich finde das ein kleines Feature, was einen netten Touch verbreitet. So, als Zufallszivilisation, in Anführungsstrichen Zufallszivilisation, musste ich natürlich auch Deutschland auswählen für die Lokalisation. Deswegen hören wir uns einfach mal an, was unsere Freunde zu sagen haben. Stehe zu Diensten. Alle vollzählig zur Stelle. Also quasi dasselbe, was der Ami gesagt hat, nur auf Deutsch. Das Ganze jetzt nochmal ohne Kommentar meinerseits für die Holländer und dann wollen wir auch schon zum nächsten Punkt springen. So, nachdem wir uns also jetzt mit den theoretischen Grundlagen von Traits der Leader und auch von den Spezialgebäuden und Spezialeinheiten der Völker befasst haben, kommen wir jetzt mal zu den Synergieeffekten von diesen oder auch einfach nur von den, wie sie halt zusammenkommen und wie sie halt zusammenwirken. Als erstes Beispiel habe ich mir einfach mal Genghis Khan des Mongolischen Reiches rausgeholt. Er ist an sich einer der schlechteren Anführer, sofern man von schlecht reden kann. Aber seine Vorteile liegen definitiv im Angriff. Ganz logisch, er ist aggressiv imperialistisch. Aggressiv ist ein Trait, wie man schon in der ersten Übersicht gesehen hat, die mit Kampfeinzelförderung glänzt. Und natürlich auch mit günstigen Kasernen, was natürlich gerade dazu einlädt, auch gleich noch die Zweitbeförderung, zum Beispiel jetzt Schock bei Axis oder ähnliches, gleich mitzunehmen. Dazu ist er dann noch imperialistisch, das heißt, er bekommt auch noch 100% auf große Generäle. Große Generäle kann man ansiedeln oder direkt an Einheiten anschließen, das heißt nochmal eine Unterstützung dieses Aggressiv-Trades und eines aggressiven Spiels. Noch dazu kommt natürlich auch noch die Boni, die er durch seine mongolischen Spezialgebäude und Spezialeinheiten erhält. So ein Spezialgebäude ist die Juchte, die nochmal mehr XP gibt als normale Stall für berittene Einheiten. Und seine Spezialeinheiten sind Keshiks, berittene Bogenschützen, die von der Juchte bevorzugt werden. Und zum Beispiel wirkt das sehr gut zusammen mit den Bonuspunkten für die Generäle, die man bekommt. Das heißt, schnellere, frühe Generäle, desto eher kann man den General ansiedeln oder anschließen und umso besser werden dann nochmal die berittenen Einheiten des Mongolischen Reiches. Das heißt, die normale Stärke des Mongolen, die berittenen Einheiten durch Juchte und Keshik, werden nochmal verstärkt durch diesen Trade imperialistisch. Aggressiv hat da nur eine Hilfestellung quasi, wenn man so will, oder hilfestellende Rolle, denn man kann natürlich auch die Kaserne beschleunigen mit doppelter Baugeschwindigkeit durch aggressiv, das heißt schnellere Kasernen, heißt nochmal eine Beförderung mehr. So gesehen ist Genghis Khan das offensive Rundum-Sorglos-Paket. Man muss sich nur Sorgen machen, dass die Wirtschaft das nicht mitmacht, die Expansion, wenn man denn kriegerisch vorgeht. Und natürlich, man braucht auch die Ressourcen, um überhaupt militärisch vorgehen zu können. So, das sollte aber auch zu Genghis Khan gewesen sein. Gucken wir uns doch einfach mal Perikles an. Seine besonderen Fähigkeiten sind philosophisch und kreativ. Das heißt, seine Traits agieren schon sehr gut zusammen. Ich habe es auch schon in meinem Let's Play einmal angesprochen, dass er eigentlich der Archetyp eines
Specialist Economy oder eines Kultursieges ist. Denn mit Kreativ, haben wir schon gesehen, bekommt er Bibliotheken günstiger. Das heißt, man kann früh Spezialisten einstellen und mit Philosophisch kommen daraus dementsprechend auch schneller große Wissenschaftler. So gesehen ist das allein schon eine gute Synergie. Aber als wäre das nicht schon genug, hat er auch noch den weiteren Vorteil, dass das Spezialgebäude der Griechen, der Odeon, was nochmal eine verbesserte Version des Kolosseums ist, auch eine doppelte Baugeschwindigkeit genießt aufgrund von Kreativ. Und somit auch das Spezialgebäude durch den Trade des Leaders nochmal beschleunigt wird in seinem Bau. So gesehen ist Perikles, was Specialist Economies angeht, eigentlich ein unschlagbarer Leader, aber darauf werde ich dann nochmal in der Folge Specialist Economy hinweisen und auch natürlich in der Folge, wo wir über Land, Landgebiete sprechen und auch was für eine Wirtschaft man wählen sollte. Denn natürlich ist ein Leader eine Unterstützung für eine spezielle Strategie, die man fährt, aber wenn man zum Beispiel gar keine Nahrung hat oder nur sehr wenig Nahrung hat, kann man auch keine oder keine effektive Specialist Economy machen. Wenn man kein Flussland hat und nicht Finn ist, kann man auch keine vernünftige Hüttenwirtschaft hochziehen. Natürlich gibt es auch da Ausnahmefälle, aber in diesem Tutorial möchte ich natürlich auch auf die allgemeinen Punkte eingehen. Kommen wir aber zunächst einmal zu dem nächsten Anführer, den ich euch nochmal kurz erläutern möchte, und das ist Wilhelm von Oranien. Er ist nämlich genauso ein Archetyp, wenn man so nennen will, für eine Hüttenwirtschaft. Wilhelm von Oranien ist mit der Fähigkeit, mit dem Trade finanziell kreativ gesegnet. Beides sehr schön. Vor allen Dingen finanziell wird weithin als einer der besten Trades gesehen. Er sorgt dafür, dass auf jedem Feld, was von Haus aus zwei Kommerz erwirtschaftet, noch ein dritter Kommerz entsteht. Das ist natürlich gerade bei Hüttenwirtschaften sehr nützlich, weil man dort auch sehr stark auf den Kommerz setzt, auf den Kommerz von den Feldern setzt. Und in seinem Fall wirkt das auch relativ gut zusammen, denn man kann die Bibliotheken, da er kreativ ist, kriegt er da ja eine Baubeschleunigung drauf, etwas schneller peitschen, und durch schnellere Bibliotheken kann man auch dann wiederum den Kommerz, den man mehr hat, besser zur Geltung bringen, in frühe Forschung umsetzen und dementsprechend auch schneller aus dem Pushen kommen. Entschuldigt bitte, mein Hals war gerade ein bisschen trocken und bevor ich hier laut huste, habe ich es ein bisschen versucht zu unterdrücken. Aber Wilhelm von Oranien ist nicht nur ein wunderbares Beispiel für ein Anführer, mit dem man eine Hüttenwirtschaft machen kann, sondern er ist auch ein sehr gutes Beispiel dafür, dass die Special Unit, also die Spezialeinheit und das spezielle Gebäude, absolut unabhängig sein können von dem Anführer. Denn sein Spezialeinheit ist der Ostindienfahrer, die wird nicht beschleunigt, die würde auch durch keinen anderen Leader beschleunigt als Galeone. Oder sein Spezialgebäude ist der Deich, der wird auch von keinem Trait oder von keiner Eigenschaft beschleunigt. Dementsprechend kann man hier keine Synergien herstellen. Aber die Einheiten und die Gebäude, also Ostindienfahrer und Deich an sich, sind so schon sehr, sehr stark. Das heißt, wahrscheinlich hat man sich gedacht, das wäre imbar, wenn man das noch beschleunigen könnte, würde. Und an sich sind diese Gebäude und die Einheiten auch schon so sehr stark, ohne irgendwelche Beschleunigungsfaktoren. Ich glaube, ich habe mich da gerade dreimal wiederholt. Das tut mir leid, ist nicht meine Absicht gewesen. Und ich möchte auch nicht mehr allzu lange langweilen. Ich werde euch jetzt noch den letzten Anführer, den ich exemplarisch rausgegriffen habe, zeigen. Und zwar ist das Mahatma Gandhi. Gandhi ist quasi eine Art Gegenbeispiel zu Perikles, wenn man so will. Er ist nicht kreativ, sondern er ist spirituell. Philosophisch sind sie beide. Aber er kriegt zum Beispiel keine schnellen Bibliotheken. Aber dafür mit seinem Trade spirituell
kriegt er zum Beispiel günstigere Tempel. Das heißt, er könnte auch früher oder schneller Priester einstellen. Noch dazu ist man, oder ist es bei einer Specialist Economy, dazu komme ich in der Episode auch nochmal, auch ganz gut, wenn man sich diplomatisch absichern kann. Das heißt, wenn man den Erpressungen oder Gebaren von den anderen Anführern nachkommen kann. Wenn, wenn einer einem zum Beispiel jetzt diktiert, ich will, dass du Buddhist wirst, du bist aber eigentlich Christ oder religionsfrei, dann kannst du dem einfach nachkommen, kannst 5 Runden später wieder zurückwechseln, hast aber den Diplo-Bonus eingesammelt. Das heißt, das ist jetzt kein direkter Vorteil für die Specialist Economy, also nichts wirklich Zählbares, was man in Kolben und Hämmer und Nahrungsbrote fassen könnte. Aber nichtsdestoweniger ist es trotzdem ein wichtiger Faktor, der unterstützend wirken kann. Eigentlich natürlich in jeder Art der Wirtschaft, ob jetzt Hütten oder Specialist Economy, aber mir persönlich ist es aufgefallen, dass ich gerade bei einer Specialist Economy etwas weniger Militär habe. Das kann natürlich auch von Spieler zu Spieler etwas unterschiedlich sein. Aber in dem Zusammenhang ist es bei mir sehr stark aufgefallen, dass es mir sehr gut bekommt, wenn ich diplomatisch nachgeben kann. Deswegen spirituell natürlich hier für mich sogar noch besser als kreativ. Und deswegen spiele ich persönlich auch lieber Gandhi als Perikles, obwohl ich beide ganz ehrlich sehr gerne mag, vom Typ her. Über die Fähigkeit philosophisch muss ich, denke ich, da keine großen Worte mehr verlieren. Philosophisch beschleunigt das Bauen von Universitäten und sorgt für schnellere große Persönlichkeiten. Das heißt, bei Gandhi muss man die Gebäude auf normalen Art und Weise bauen, also die Anfangsgebäude, die Bibliothek zum Beispiel, und kann sie nicht beschleunigt bauen. Ich betone nicht beschleunigt bauen, nicht, dass mich jetzt einer falsch versteht. Aber dafür hat man andere Vorteile, die man nutzen kann. Ansonsten sein Unique Unit und Unique Building sind auch was Besonderes. Vor allen Dingen seine Spezialeinheit, die ist nämlich der indische schnelle Bautrupp. Sie ist die einzige zivile Einheit, wenn man mal von dem Ostindienfahrer absieht. Wobei der Ostindienfahrer auch angreifen kann. Dementsprechend ist die eigentlich einzige wirkliche zivile Einheit in diesem Spiel der indische Bautrupp. Also Spezialeinheit. Er kann sich schneller oder weiter fortbewegen, was ihm starke Vorteile bringt, während zum Beispiel andere Bautrupps bei einem Zug in den normalen Wald eine Runde verlieren und nichts machen können, kann der indische Bautrupp dort zum Beispiel schon anfangen, eine Straße zu bauen, zu roden oder ähnliches. Oder er kann auch auf einen normalen Hügel ziehen und kann dort schon direkt anfangen, wo die anderen auch wieder eine Runde verschwenden. Wenn es allerdings in einen Hügelwald geht zum Beispiel, dann braucht auch der indische Bautrupp dort eine Runde und kann nichts machen. Aber ich fand das zumindest einmal herausstellenswert als einzige Spezialeinheit der Zivilen, des zivilen Typs, dass ich das mal erwähne. Sein Unique Building ist mit dem Mausoleum auch ganz nett, ist ein Gefängnis, was noch zusätzlich Happiness gibt, was ja auch grundsätzlich nie verkehrt ist. Das aber nur am Rande. So, damit sind wir jetzt auch schon auf die Möglichkeiten oder auf einen kleinen Ausschnitt von Möglichkeiten von Liedern und ihren Spezialgebäuden eingegangen. Das heißt, ich möchte jetzt eigentlich nochmal kurz zum Schluss kommen und werde euch nochmal kurz zusammenfassend dieses letzte Tutorial präsentieren und dann auch schon einen Ausblick auf die nächste Episode geben. So, ich hoffe, dass dieses kleine Tutorial, diese kurze Episode euch einen Überblick gegeben hat über Traits und Fähigkeiten der Leader und auch die Fähigkeiten der Völker, also deren Spezialeinheiten und Spezialgebäuden. Was ich euch damit eigentlich vermitteln wollte, ist erstens, dass es manchmal ist, dass der Leader und die Völker Synergien haben, wie zum Beispiel bei Perikles, wie ich ihn beispielhaft herausgehoben habe, dass das Odeon beschleunigt wird durch den kreativen Trade. Das gleiche gilt zum Beispiel auch für Shaka, der mit dem Ikanda unterwegs ist, einer verbesserten Kaserne. Und durch den Trade aggressiv kann er die Kaserne, das Ikanda, schneller bauen. Oder auch zum Beispiel bei
Tokugawa, der ja aggressiv schützend ist, und seine Spezialfähigkeit sind Samurai, der dadurch ja auch direkt zusätzliche Beförderung am Anfang schon erhält. Das kann, wie ich hoffe, ich habe es richtig rübergebracht, viele, viele Möglichkeiten betreffen, wie diese Synergien aussehen. Das könnt ihr am besten selbst ausprobieren oder Stories lesen im Ziv-Forum oder Let's Plays gucken. Denn da ist die Möglichkeit wirklich schier unendlich, nicht schier unendlich, aber doch sehr, sehr breit gefächert. Und da gehen auch die Meinungen der Gelehrten sehr stark auseinander. Was der eine als starken Vorteil ansieht, sieht der andere nur als normal oder mittelstarken Vorteil an. Was aber definitiv auch noch rauskommen sollte, ist, dass die Traits und die Unique Units und Buildings auch die Staatsform, also die Wirtschaftsform, die man wählt, unterstützen oder vielleicht sogar zum Teil vorgeben, möchte ich jetzt mal ganz leise sagen. Zum Beispiel ist relativ klar, dass mit einem Pericles eine Spezialistenwirtschaft, Specialist Economy, deutlich besser ist oder deutlich effektiver zu machen ist, sofern etwas Nahrung oder genug Nahrung vorhanden ist, als eine normale Hüttenwirtschaft. Wohingegen man zum Beispiel mit einem finanziellen Anführer deutlich besser eine Hüttenwirtschaft machen kann. Das ist natürlich auch wieder alles nichts Endgültiges, aber es sind zumindest kleine Wink mit dem Zaunpfahl und Punkte, die man auch berücksichtigen sollte, wenn man ein Spiel angeht. Ein weiterer Punkt natürlich, gerade bei den Unique Units, Unique Buildings, geben die auch zum Teil vor, wann man den Kriege führen könnte und sollte. Zum Beispiel bietet sich mit den Mongolen geradezu an, mit berittenen Bogenschützen oder mit Elefanten einen frühen Krieg zu führen, um die Trades imperialistisch und auch die beschleunigten Gebäude effektiv nutzen zu können. Das gleiche gilt zum Beispiel auch mit dem Rotrock von den Engländern. Das heißt, das Zeitfenster der Schützen möchte man mit dem Engländer definitiv nicht missen wollen, weil man da wirklich einen so starken Vorteil hat, dass man ihn einfach ausspielen muss. So, wie gesagt, ich hoffe, dass ich das halbwegs rüberbringen konnte. Und dann wären wir auch schon am Ende dieses kleinen Let's Tutorials. Denn ich habe genug geredet, ihr habt genug von mir für heute. Und ich habe noch was für die Zukunft aufgehoben, denn in der nächsten Episode geht es dann um Karte, Geländefelder, Modernisierung und auch Ressourcen. Ich hoffe, ihr seid dabei. Bis denn!